Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 11. Februar 2018? Heute ist wieder ein Schicksalstag. Wir Menschen haben Sehnsüchte, Wünsche, Träume, Visionen. Es gibt Menschen, die glauben an diese Vision, an diesen Traum und die geben auch nicht auf. Und sie sind so fest davon überzeugt, dass sie ihre Ziele erreichen und verwirklichen ihre Träume. Das sind Menschen, die sind außergewöhnlich und haben großen Erfolg. Und es gibt Tage, wo entscheidend sind. Und das nenne ich als Schicksalstage. Wie gerade heute ist auch ein solcher Schicksalstag. Weil das Gefühl ist da. Das ist gar nicht mal der Verstand, die Gedanken, sondern das Gefühl, diese Sehnsucht ist sehr stark. Dieser Wunsch, dieser Traum, weil wir das fühlen. Und wir sind ganz nah zu diesem Traum. Und in solchen Schicksalstagen sollen wir das befestigen, daran glauben. Selbstverständlich muss das realistisch sein, aber wenn das erreichbar ist, dann sollen wir als Ziel setzen und in diese Richtung schauen, damit das eine Gestalt bekommt, das in Form kommt. Und das bedeutet nicht nur, weil dieser Schicksalstag löst etwas aus in unseren Gefühlen und wir sind ganz nah zu diesem Traum, weil wir das fühlen, weil diese Sehnsucht da ist, sondern anderen Sternen bestärken das auch. Die Saturn-Einfluss, dass wir das lernen, unseren Träumen zu vertrauen, damit wir das Ziel setzen, in Form bringen. Anderen Sternen haben auch so ähnliche Wirkung. Also heute ist ein solcher Schicksalstag. Und wichtig ist im heutigen Tag, weil ich sehe diese Energiefelder, dass wir selbst das verinnerlichen, dass wir selbst handeln, dass wir das nicht aufgeben, sondern Schritte machen, dass wir verinnerlichen, als Ziel setzen, dass wir etwas in Bewegung setzen und dass wir erkennen, dass diese Sehnsucht, dieser Traum, diese Vision wertvoll ist, die Werte daran erkennen und in diese Richtung bewegen. Es gibt Einflüsse von außen und die verhindern oder versuchen, diesen Traum zu verhindern. Einflüsse von anderen, Gespräche oder ein Rat. Vielleicht ist das auch gut gemeinte Rat, aber das bremst uns. Oder kommen Gespräche, Einflüsse von außen und wir fangen an daran zum Zweifeln. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn jemand diesen Wunsch hat, diese Vision, die Berufung zu leben, jetzt ist die Chance, das zu verinnerlichen, näher kommen, Schritte machen, Mut zu zeigen, etwas in Bewegung setzen, dann geht das schon in die Richtung, diesen Traum zu erfüllen. Und welche Einflüsse kommen von außen? Und das ist vielleicht auch gut gemeint, wenn jemand dann sagt, du hast doch einen sicheren Arbeitsplatz. Sie kündigen dich auch nicht. Dann bewahre deine Sicherheit, deine Stabilität. Und was passiert dann? Wir fangen an zum Zweifeln und dann sagen, ja, du hast recht. Ich sollte meinen Arbeitsplatz bewahren. In dem Moment entfernen wir von dieser Vision, von diesem Traum. Und genau daran liegen die Hindernisse. Oder wenn das um Liebe, Partnerschaft geht, weil jemand Sehnsüchte hat. Und das spüren viele heute, weil dieses Gefühl ist ganz stark ausgeprägt. Und viele erleben das in die Liebe, Partnerschaft.
Und dann führen wir ein Gespräch und jemand sagt uns, ja, vergiss es doch, er hat seit 2 Monaten nicht gemeldet, dann bist du auch nicht wichtig. Oder er ist noch gebunden, vergiss es. Und wir fangen an zum Zweifeln und wir entfernen von diesem Traum. Es ist vielleicht nicht bei jedem Schicksalstag das Gleiche, aber heute ist es so. Wichtig ist, dass wir an diesem Traum, in diesem Vision, in diesem Sehnsucht, in dieser Liebe vertrauen und dass wir das verinnerlichen, wie wertvoll das ist in unserem Leben. Und die Einflüsse, was außen kommen, diese Gespräche, verursachen dann einen Zweifel, einen Bruch und wir geben auf. Wir entfernen uns von diesem Traum. Und diese Gespräche ist vielleicht gut gemeint, aber wirkt nicht gut, weil daran liegen gerade die Hindernisse. Was noch wichtig ist, dass dieser Traum, diese Sehnsucht, diese Liebe, wenn es um Liebe geht, dann handelt es sich um Sehnsüchte, wie wertvoll das ist. Und das ist dieser Schicksalstag, so wirkt es in den heutigen Tag. Und wie wirkt die kosmische Energie auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Löwe. Was noch wichtig ist, dass in diesem Bereich bewegt sich die beiden Mondknoten, die absteigenden Mondknoten, was die alte Karma symbolisiert, in Tierkreiszeichen Wassermann geht in Osthorizont auf, also alte karmische Erinnerungen kommen hoch oder Talente, Fähigkeiten von früher, dieser Bedürfnis, das zu zeigen, ins Licht zu bringen. Und im gleichen Moment geht im Westhorizont unten die aufsteigende Mondknoten in Tierkreiszeichen Löwe, was unsere Lernaufgabe betrifft. In diese Richtung haben wir Erfahrungen. Nicht jede einzelne trifft das, sondern die, wo die Mondknoten Löwe-Wassermann haben oder Löwe-Wassermann geboren sind oder Aszendent Löwe-Wassermann oder Planeten in diesem Bereich. Also karmische Themen kommen im Vordergrund, besonders das, was die alte Karma betrifft, steigt auch im Osthorizont auf. Die Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist wichtig, die Gespräche, Klarheit, die Wahrheit und auch die Talente, Fähigkeiten. Hier kann auch karmischen Erinnerungen kommen, eine Berufung, was man früher getan hat. Dann sind wir da auch Meister und da kommen die tollen Ideen. Und da sind die Wassermann geborenen richtig gut. Die Ideenreichtum, das ist sehr typisch für Wassermann geboren. Und jetzt ist die Bedürfnis da, das zum Zeigen, wir sind Meister in diesem Bereich, das im Glanz zu bringen. Aber Liebe, Partnerschaft spielt auch eine Rolle, auch karmische Begegnungen sind gerade möglich. Bei Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Und die Fischengeborenen sollen auf ihren Gefühlen hören oder Gefühlen zeigen. Alten, verletzten Gefühlen sollte man aber loslassen. Veränderungen sind möglich, unerwartete Ereignisse. Und gerade bei diesem Schicksalstag auch auf dem Gefühl hören. Was sagt das Gefühl dazu? Und nicht aufgeben, sondern wirklich diesen Glauben zu haben. Und das ist auch die Stärke, die Fischengeborenen, die glauben. Aber nicht nur an die Göttlichen, sondern wir sollen lernen, an uns selbst auch mal glauben. Die Fischengeborenen fühlen sich ein bisschen erschöpft und müde und brauchen einen gewissen Rückzug, damit die inneren Kraft wieder spüren. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein Aufstieg und auch ein Neubeginn, ein Neuanfang. Und gerade bei diesem Schicksalstagen ist wichtig, orientieren, was soll dieser Neuanfang sein. All das ist gut, was in unserem Herzen liegt, weil das gehört zu uns. Daran liegen unsere Schätze, die Berufung oder Hobby oder Freundschaften oder Familie oder Haustiere oder die Liebe, Partnerschaft. Alles, was wir lieben, gehört zu uns.
Und das sind gerade die Chancen, gerade in einem Schicksalstag diese Werte zu erkennen. Und diese Veränderungen sind möglich, gerade bei den Wiedergeborenen, weil sie sehen die Chancen, die Möglichkeiten, die Kraft und Mut ist da. Und das Einzige, was hindern kann, wenn man anfängt zum Zweifeln, und dieser Zweifel kann eventuell ein Hindernis sein bei den Wiedergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt etwas im Fluss und Bestätigung, besonders in die Liebe, Partnerschaft, haben die Stiergeborenen gerade Glück. Aber die Finanzen, die Werte spielen auch eine Rolle, die Finanzen in Ordnung zu bringen oder auf die Werte zu achten. Aber es gilt nach wie vor, keinen Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen zu tun hat. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen bewegt sich etwas in vertrauten Umgebung. Es ist möglich, dass sie Einladungen haben oder ein Fest in Umgebung oder ein Besuch oder Kontakte mit Verwandten. Und diese Zeit können die Zwillingsgeborenen auch genießen. In die Liebe, Partnerschaft und all das, was die Gefühle betrifft, diese Wünsche oder Sehnsüchte, das bremst ein bisschen die Zwillingsgeborenen, weil die fangen an die Liebe zu zweifeln oder an sich selbst zu zweifeln. Und hier ist auch wichtig, diese Zweifel überwinden. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig das innere Gleichgewicht. Und auch gerade in diesem Schicksalstag auf diese Wünsche, Sehnsüchte achten und es in Form zu bringen, weil das spiegelt etwas im Leben, gerade bei die Krebsgeborenen. In die Liebe und Partnerschaft haben die Krebsgeborenen gerade Glück. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist auch eine gewisse Unsicherheit da und es ist wichtig, die Gleichgewicht, die inneren Gleichgewicht. Und karmische Begegnungen sind auch möglich, aber weil hier die aufsteigende Mondknoten wirkt, und das sind die neuen Erfahrungen, ein Neuanfang. Beruflich kann das auch sein, ein Neuanfang in die Liebe, Partnerschaft oder etwas Neues lernen. Weil das brauchen wir, diese Erkenntnisse, weil so wird das alles vollständig sein. Und diese Ereignisse kommen bei den Löwengeborenen, neue Begegnung, eine neue Arbeit, ein Neuanfang oder eine neue Umgebung, ein Umzug und das, was gerade die Löwengeborenen in Ordnung zu bringen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben ein gutes Gefühl und Glück in die Liebe, Partnerschaft und das ist auch ein sehr wichtiges Thema und es ist schöne Einflüsse von außen. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen fühlen sie sich etwas unsicher und diese Zweifel, Unsicherheit sollen sie überwinden. Und wenn sie Möglichkeiten da sind, ihre Träume zu leben, dann bitte Mut und Kraft zeigen, weil genau das spiegelt gerade die Leben für die Waagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bewegen sich etwas in die Liebe, Partnerschaft, weil das kommt jetzt gerade in Form oder kommt eine Bestätigung. Aber in diesem Schicksalstag ist wichtig, die Werte zu erkennen, besonders was die Liebe betrifft, diese Sehnsüchte ernst zu nehmen und im Vertrauen bleiben, dass es im Fluss kommt, dass sie gerade Glück haben und kommt alles in Form oder kommt eine Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen möchten beruflich etwas verbessern. Und da liegt die Kraft, die berufliche Veränderung oder die Berufung zu leben. Also hier gilt auch die Wünsche, Sehnsüchte, die Berufung zu leben und da Schritte machen und da die Veränderungen vornehmen. Im Liebe-Partnerschaft, da sind die Schützengeborenen etwas eingeschränkt momentan. Die Glück liegt um die Berufung. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen natürlich spüren auch diese Energie, diese Sehnsüchte und Wünsche. Hier wird auch etwas aktiviert und auch wenn die Steinbockgeborenen nicht die Träumer sind, aber das dürfen sie jetzt auch erlauben, auch mal diese Werte zu erkennen, ernst zu nehmen und als Ziel setzen und da konzentriert auf diesen Zielen bleiben.
Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.